Will ich kleinere Häfen ankaufen, will ich jetzt nur den größten Hafen anlaufen. Das alles passiert jetzt gerade live im Hamburger Hafen bei den Cruise Days. Das ist richtig, richtig schön. Und das hat eine Atmosphäre, die geht einem schon sehr auch ans Herzen. Und ich denke, sowas müsste man wirklich öfter auch mal erleben. Aber wie der Alltag das... Yeah, 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 yeah. Kommst du aus der Provinz? Und wenn auch jeder sagt, du spinnst, du wirst es genauso bringen. Yeah. Mach's auf die charmante Art, mal elastisch, manchmal hart. Und manchmal musst du das Glück aufzwingen. Er spricht an Willem Wieben, er ist sich immer treu geblieben. Die Mode kam, die Mode ging, man war immer noch der King. Ja, du machst dein Ding, egal was die anderen sagen. Du gehst deinen Weg, mach gerade auf Schritt. Yeah.
immer treu geblieben. Und Roomservice wird mit U und H geschrieben. Im Atlantik! Yeah! Das alles passiert jetzt gerade live im Hamburger Hafen bei den Cruise Days 2015. 2024. Ich glaube nur eines und ich denke, das ist schon so eine Warnung. Es gab auch jetzt die ersten Meldungen, dass wenn es nachher die Umfrage gibt, also die Wahl gibt, so, sozusagen die Erhebung gibt, ob die Hamburgerinnen und Hamburger denn für Olympia sind, im November sind, dass es da gar nicht so ein großes Plus gibt, wie man eigentlich annimmt, waren so Prognosen. Ich glaube, die Politik ist jetzt schon gefordert, die Hamburgerinnen und Hamburger an die Hand zu nehmen und ihnen auch zu erklären, was genau passieren wird, was vor allen Dingen auch mit den gesamten Bauten passieren wird nach der Olympiade. Ein ganz Thema, wichtig, was ganz, ganz wichtig ist, Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, wenn eine Stadt die Olympiade verdient hat, dann Hamburg. Kräftig bei den Planungen dabei, da bin ich selber auch ganz kräftig mit beteiligt. Aber ich finde das eigentlich eine tolle Herausforderung für die Stadt. Und wenn, Sie sagten das gerade so schön, da, wenn jemand das verdient hat, dann ist es eigentlich Hamburg. Und ich glaube, wir könnten hier auch tolle Olympische Spiele im Hamburger Hafen oder in Hamburg durchführen. So, und Ihr Wort gelassen ausgesprochen und schon das Telefon der MS Europa, der hier bei uns vorbeifährt jetzt. Oh nee, ist gar nicht die MS Europa, ist was sehr interessant ist bei der MS Europa, finde ich, oder bei der Europa 2, es sieht ja wirklich fast wie ein Beiboot aus gegen die Mein Schiff 4. Und trotzdem ist ein wunderschönes Schiff. Die neue Europa ist ja auch größer, ne? Die ist auch schon größer. Man muss natürlich mal gucken, für was ist es gebaut. Ja, das Ganze ist... Das ist das Schöne, finde ich, an der Kreuzfahrt, dass eigentlich alles seine Berechtigung hat. Jeder hat ein Schiff. Weil das Schiff kleiner ist, deswegen sieht man es mehr. Aber auch mehr Heuler. Ja, das stimmt. Ja. So, die Parade der Kreuzfahrer. AIDA Bella Mein Schiff 4.
und die MS Europa. Morgen übrigens, das ist noch ganz wichtig zu erwähnen, kommt noch die Queen Mary hier in den Hafen und die MSC Splendida. Und es gibt viel zu feiern natürlich auch noch. In Hamburg sagt man Tschüss beim Auseinander. Mensch, Karl, hau rein! In Hamburg sagt